mein Laptop lat so übertrieben. Heute doff. Doof. Da spricht das Wörterbuch. Irgendwie sind heute ist, glaube ich, mit den vielen Leuten mit Schreiben. Guck mal, bei mir, ich kann nicht Championat reiten. Sandy's Wortpie. Ha. Ich kann nicht Championat reiten und kann nicht schreiben und die anderen können auch nicht schreiben. Gab es eigentlich Starcoins? Ja, so ein paar gab es wieder, ne? Jetzt muss ich mir eigentlich noch so ein urhässliches Pferd kaufen. Von diesen urhässlichen neuen Pferden. Oh, ich habe immer noch kein urhässliches Patch-Video gemacht. Weil ich immer denke, ich würde eigentlich schon gern eins machen, aber diese drei Pferderassen hier, also sind nicht mal Rassen, sondern diese drei Pferdefarben zu machen, da rentiert sich's nicht mal, ein sarkastisches Video drüber zu machen, weil das so lächerlich wenig Inhalt ist. Also auch vor allem auch so lächerlicher Inhalt. Also es tut mir echt leid. Also egal, ich sag dazu nichts. Ich habe mich da letztens schon so aufgeregt, dass es lächerlich ist, dass sie immer nur drei neue Pferdefarben einführen und jeder feiert es ab wie blöd, weil oh, drei neue Pferdefarben und yay, komm, geile neue Pferde kaufen. Aber statt dass sie mal Gruppen größer machen und so einen Scheiß. Ah. Aber egal, ich darf mich da nicht drüber aufregen. Ihr findet es ja geil. Die meisten von euch auf jeden Fall, die gehen da tierisch ab, weil es irgendwie drei neue Pferde aussehen gibt. Aber ist okay, wenn jeder muss das gut finden, was er gut findet. Ich finde es nicht gut. Ich finde es dämlich. Ich hätte gern ein bisschen neue Sachen. So ein bisschen mal was auch bringt. Ja? Was auch einfach nur hilft, was einem im Spiel weiterbringt. Das wäre halt richtig toll. Guck mal, Capri regt sich auf. Also ehrlich, das ist wie Storchchen. Storchchen. Capri. Capri. Warte mal. Capri. Ganz ruhig. Braune. Alles ist gut. Wir müssen sie mal ein bisschen beruhigen. Guck mal, Claudia. Lösche mal Freunde, bitte. Will den Freund sein. Nein, das glaube ich nicht. Sonst sticht sie mich ab wahrscheinlich, wenn ich es nicht mache. Eise von euch. Denk mal, das Eis einer von euch. So viele euch Storchen. Wie würdet ihr euch fühlen? Hm, natürlich. Shh. Eise. Ui, wie du dich aufregst. Ui. Ui. Ja, Luisa wird sich natürlich nicht scheiße fühlen. Luisa läuft natürlich auch... Jeder läuft Luisa hinterher, weil Luisa total awesome ist. Ja, ja. Ist gut. Ist doch alles gut. Capri ist ja total lieb, weil sie sich so aufregt. Aber ist doch alles gut. Sie muss sich ja nicht aufregen. Ich weiß ja, dass das lieb gemeint ist. Weil sonst, die investiert hier so viel Energie und Power hier rein und steigert sich da so rein, aber Das brauchst du doch gar nicht. Die kann sie doch lieber für was Sinnvolles investieren und nicht hier wegen Perky. Ist doch alles gut. Capri. Ne? Capri. Brauchst du nicht so aufregen. Ist doch alles okay. Und wir machen das schon hier. Guck mal, die sind doch ganz brav. Capri, bleib doch mal hier. Die sind doch ganz lieb. Guck sie doch mal an. Die wollen doch nur spielen, Capri. Capri, nun bald doch mal stehen, Capri. Jetzt ist sie beleidigt, glaube ich. Capri, bist du beleidigt? Capri, Capri-Sonne, Capri-Sonne-Orange, Capri-Sonne-Kirsche, Capri-Sonne-Apfel-Cola, Capri, Capri-Bunnyhorn, nicht beleidigt sein. Ist doch alles gut, ich weiß doch, wie du es meinst, reg dich doch nicht so auf. Guck mal, wie sie schmollt jetzt. Guck mal, da steht sie da und schmollt. Mann, Capri, ist doch alles cool. Wir mögen uns doch alle. Schau mal, sie sind ganz brav und ganz lieb und nerven nicht. Ne? Schau mal, du kannst doch auch mit uns reiten, Capri. Wir können doch zusammen uns alle gegenseitig mögen. Hm? Wie fändest du das? Wir sind einfach total schnuffig, süß zueinander.
und keiner hatet und wir regen uns nicht auf und wir sind alle ganz lieb und mögen uns. Wir mögen dich und du magst uns und jeder mag sich selbst am meisten. Das ist wichtig, dass man sich mag. Oft flüchtet sie in ihren Stall, will Capri nichts mehr mit uns zu tun haben, möchte Capri das nicht. Die fiesen Friesen. Die fiesen Friesen. Ja, die sind hübsch. Die fiesen Friesen sind hübsch. Komm, wir ärgern sie jetzt mal. Upsi, lad mich wieder ein, bitte. Guck mal, wer ist da? Wer steht da? Guck mal, Northern Jokers Family. Stella Greenfall. Aha. Aha, aha. So ist das also, ne? So. Und jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt reiten wir. Ach, ich kann gar nicht dahin, wo ich hierher gekommen, also wo ich. Pass auf, wir machen das mal so. So. Das ist Peggys Verwirrungstaktik, Trick 17,5. Wenn das nicht so lange laden würde. Ich benutze die Ladepause mal eben, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Es ist bei diesen Temperaturen hier unmenschlich. Man muss einfach super viel trinken. Guck mal, jetzt kann ich einfach wieder zurück zu Steve's Farm, ne? Weil ich zu viele Jorvik-Schillinge habe und die kann ich einfach so verkloppen, ja, indem ich hier einfach dekadent, wie ich bin, mit dem Ding rumfahre, mit dem Transportermeister hier. Guck mal. Da bin ich auch schon wieder. Jetzt sind sie alle irgendwo ausgeschwärmt in alle Himmelsrichtungen. Nur ich nicht. Wo ist ein Capri? Ich will Capri wieder suchen. Ist Capri noch da? Lily Wintergirl. Ne, guck mal. Da war doch gerade Capri noch da. Gloria? Wo ist Capri? Ist Capri weg? Das kann ja nicht sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist nur Capri hin? Tja, Pech für Perky, würde ich mal sagen, oder? Keine Capri mehr am Start. Capri Sonne, Capri, eine Wonne. Das schmeckt so gut, das ist Capri und ist lecker. Capri Sonne, das ist ganz fein vom Bäcker. Oh, Capri Sonne. Capri Sonne, wie schnell sie mich wieder gefunden haben. Was ist denn los mit denen? Die haben einen Informationskanal, das ist ja unfasslich. Komm, wir spielen mal ein bisschen Verstecken. Oh ja, komm, wir machen wir diesen komischen da drauf rum. Ich befinde mich im Weltall und alles um mich herum ist verschwunden. Oder haben sie schon wieder rausgepatcht? Ha, haben sie schon wieder rausgepatcht? Mal sehen. Oh ja, guck mal. Oh, wie cool. Jetzt müsste ich hier irgendwie runterspringen können. Guck mal. Ah, da kann man ganz Silverglade von oben sehen. Oh, schon vorbei. Schade. Wollen wir nochmal Silverglade von oben sehen? Guck mal, Silverglade von oben sehen. Oh nein, das geht nur einmal. Und danach ist es dann wieder richtig. Hat mich gerade... Ich glaube, ich hatte gerade irgendwas am Bein gestochen. What the hell? Angst, bam. Wo ist mein Pferd? Where is my horse? Dudes, where is my horse? That's my horse. Get out of my horse. Please step away from my horse or you will get shot. Ah, das ist wieder Capri. Capri. Nicht schmollen, Capri. Oh, Capri Schmollorange. Oh. Guck, komm, wir gehen noch ein bisschen Capri. Capri, du darfst nicht böse sein. Guck mal hier. Capri. Capri. Capri, was ist nur mit Capri los? Oh nein, ich habe Capri verloren. Schnell, wir müssen Capri hinterher. Leute, Mission Capri. Auf geht's. Wir suchen Capri.
Capri, nicht böse sein. Capri! Oh, wo ist hier hin? Wo ist Capri hin? Ist das Capri? Nein. Ist Capri da hoch? Ich habe Capri verloren. Scheiße. Oh nein. Traurig. Oh Gott. Capri ist weg. Sie hasst uns. Guck mal, Capri. Capri will uns nicht mehr. Capri will nicht bei uns sein. Capri hat sich jetzt hier irgendwo versteckt. War da vorne Capri? Ich glaube, ich habe sie da vorne gesehen, oder? Kann das sein? Das ist Capri. Das ist doch Capri, oder? Da war sie doch gerade. Sie war doch da gerade. Da war sie doch gerade, oder? Das war doch Capri. Wo ist sie nur hin? Ich glaube, das war Capri. Hat sie sich versteckt? Sie ist erfolgreich abgehauen? Oder hat sich ausgeloggt? Oder hat ihren Account gelöscht? Oh nein! Capri! Capri!